Hallo und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wir sind noch zu zweit unterwegs. Wir haben ein neues Spiel gestartet. Wir haben heute eine kleine Aufnahmesession. Mal gucken, wer heute noch dazu joint. Und ja, bei mir ist auf jeden Fall wie immer der Dirk. Hallo. Also Hallöchen, du hörst Dirk. dich bei mir gerade komisch an. Ich höre mich komisch an. Ja, bei mir schallst du irgendwie. Ja, bei mir hörst du dich auch komisch an. So ist es nicht. Ich glaube, die Leitung ist wieder mal an Kacken. Ja, ich hatte heute schon eine Telekom hier. Ich hatte schon mich beschwert, weil die Leitung dauernd zusammenbrach. Ich hoffe, ich habe. Er war dann hier, der meinte, es liegt am Relais und wahrscheinlich am Router. Und ja, ich soll mal immer gucken, dass ich dann neu starte. Ja, nein, kann ich ja nicht. Nee, du musst ja noch mal rein, dann kann ich ja auch nicht. Muss man die Wand hier sichern? Nein, auch nicht. Die Wand wurde verstärkt! Eingang präpariert. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. 10 Sekunden noch. Die Tür ist verrammelt! 5 Sekunden noch. Schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Die Tür ist verstärkt! Nitro ist vorbereitet. Das ist oben auf dem. Das Gerät steht direkt bevor. Oben auf was? Das ist oben auf der Brücke. Also. Der erste ist schon tot. Ja, da war schon. Ich setze das Gerät ein. Wo warst du? So, ich habe keine Ahnung, von wo zu kommen. Ich habe jetzt hier alles gesichert. Nest hier in Position. Entlaut. Irgendwie bin ich aufgekommen, warum? Recht, dass ich sichtbar gemacht. Das Restchen kann jederzeit aufwachen! Ah, von hinten erschossen worden. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Oben sollte es eigentlich kommen. Den Biogefahrgutbehälter verhindern. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Das ging aber schnell. Was interessant war, dass ich direkt sichtbar gewesen bin, warum auch immer. Ja, da gibt es ja einen, der das kann. Ein Operator. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Eigentlich ist das ein gut zu sichernder Bereich, aber bei mir saß der eine dann mir selbst auch im Weg. Keiner hatte die Wand gesichert. Die sind natürlich genau durch die Wand natürlich Wir dann auch müssen den durchgebrochen. Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Das ist doch derselbe Raum. Okay. Ich hoffe, diesmal sind sie schlauer. Was ist so schlauer? Verstärkungen sind angebracht. Die Wand wurde gesichert. Hat er ja alles zugemacht. Ja, die haben 100% nicht damit gerechnet, dass es wieder im selben Raum ist. Abstand halten bereit.
Aha, ich meine, ist der erste von denen gestorben. Also schon ein gutes Zeichen. Ich bin jetzt in der Bar drin. Mhm. Aber es scheint über uns los zu sein. Okay, da ist der erste von uns gestorben. Zwei sind schon von uns tot. Oh, zwei, ja. Kann sein, dass er von oben kommt. Ach ja, da vorne ist ein Luke, ich seh's. Über uns, ja. Zwei Stück. Okay, das sieht nicht gut aus. Ah, er hatte da meinen Arsch zugebombt. Die Gegner haben den Flugbehälter entdeckt. Oh, wo hat er mich gesehen? Ich war da rein. Die Gegner sichern. Er ging direkt rum und hat mich gesehen. Brandbomben, was ist das denn? Hat's er gesehen? Video. Nee, ne? Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nur in die Richtung geschossen, wo ich denke, da war was, aber ich habe ihn nicht gesehen. Irgendein Trottel hat hinter mir so ein Rollo-Ding dazu gemacht. Da hätte ich es erstmal aufbrechen müssen. Ja. Ja, dann hätte einen riesen Lärm gemacht und dann hätte sofort jeder gewusst, wo ich bin. Klippen? Na, ich würde Haupteingang nehmen, vorne. Das ist Vorgarten, ne? Ja. Tja. Fuse hat schon einer genommen. Na gut, bleibt nur Ash. Aber die hat da ja auch eine G36. Mal davon abgesehen. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Nach unten. Ich hab gesehen, du fährst nach oben. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Nee, oben. Uah. Nee, Erdgeschoss. Da, wo wir eben waren, oder? Ja, ist der gleiche Raum. Ah, ich konnte nicht flüchten. 5 Sekunden bis Einsatz. Genau der gleiche Raum, auch in der Küche. Sollen wir oben rum reingehen? Ja, ich gehe oben rum. Könnte man einbrechen, aber das war wohl nichts. Okay, die haben zumindest genau den gleichen schweren Stand, das ist schon mal beruhigend. Okay, der Fuse bombt gerade rein. Das einer ist, glaube ich, gestorben. Die Seite. Streusprengsatz eingesetzt. Wo kommt man denn da rum? Den Behälter sichern. Sicherung des Behälters einstellen. Oh, was war das? Der hat mich schon wieder einen Schuss weggeholt, wa? Er hatte eine Pampe. Nee, der mich getroffen hat, nicht. Sicherung des
Ah, scheiße. Nee, das war eine MP7. Bei mir auch ein Schuss. Ja, es waren schon mehr, aber... Ja, aber einer hat direkt im Kopf getroffen. Okay, die scheinen jetzt... wo ist das? Alle beide im, direkt an der Bombe zu sein, ne? Wo ist unser Mann? Ja, von da wollte ich eigentlich auch rankommen. Ich wusste nur nicht, wie ich da hinkomme. Okay, was war das? Das, die Logik von dem Angriff habe ich nicht verstanden. Was er jetzt versucht hat, damit zu erzeugen. Und jetzt flüchtet er auch noch in den Keller. Warum? Will er jetzt andersrum gehen? Das scheint so, ja. Ja, und damit das ja keiner merkt, schießt er auch noch auf die Kamera. Bist du auch noch in der einen Kamera? Weil andere sind ja nicht mehr da. Und ich bin der Ego. Boah, wieder ein Schuss. Keine Ahnung, wie der das gemacht. Also, ist das wieder der mit der MP7? Ne, ich glaube, das ist der andere. Bin mir nicht sicher. Ja, MP7 war das. Ja, okay. Tja, das war gut. War etwas überraschend, wie der mit einem Schuss einen mit der MP7 vor allem, die ja wirklich nicht gut ist, dann erschießen kann. Aber nun gut. Was soll's? War so, wie es war. Spätnax. Wollte spielen. Ja, besser als Specknatz als Speck dran, oder? Also wir waren aber auch nicht gut davon ab. Ich fand es ging. Hi. Die erste Runde, die war natürlich wirklich bescheiden, aber das lag ja wirklich an den Typen mehr, der neben mir lag. Ja. Ah, da kann man wieder Kopf überhängen. Ja, ich wollte gerade sagen. Na, das war auch gerade mein Gedanke. Habe ich gedacht, oh, ist auch wieder was für Dirk. Alte Kopfüberhänger. Aber wir müssen erstmal verteidigen. Ja, aber wer ist hier nochmal S-Bums? Gesundheit? Komm, nimm mal den. Der kann ja die Bomben an den Fenstern und alles legen, ne? Ja. Ist ja nicht verkehrt. Ich bin gerade total überrascht, die scheinen noch vorzuhaben, Brettspiele zu machen, aber ist Anja so ein bisschen jetzt schon der Augen zu anfallen, wenn sie sitzt. Den Augen aber... verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Die Wand ist massiv, genau. Es bleiben noch 10 Sekunden.
nur noch. Stehen ja schon unter Strom. Wie kann das denn sein? Du schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Das ist auch schon unter Strom. Wo können die denn Wände bauen, die schon unter Strom stehen? Ich sehe schon. Es gibt noch so ein paar Operatoren, die nicht uninteressant sind. Möchte ich an dieser Stelle einfach mal feststellen. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Ich lade jetzt nach. Das will der Reklame machen oder hört er mal rum auf rumzuballern wie ein Idiot? Wir kommen jetzt rein durch die untere. Einer ist weg, oben einer war bei mir oben. Bei mir oben. Beide sind weg. Einer ist bei euch unten noch. Oh, Granate. Fuck. Hab mich erwischt, aber ich bin nicht tot. Der ist weg. Hexer ist weg. Einer ist noch da. Weiß nicht, wo der ist. Kann sein, dass der oben bei mir ist. Einer sitzt noch an der Bombe auf jeden Fall. Bei mir. Ja, super. Alle Gegner eliminiert. Sauber. Easy. Es gehen, glaube ich, 4 Stück auf mein Konto. Nee, 3 waren es, aber egal. 3. War schon. Ich habe zwar keinen von denen Geld gekriegt, wie heißt man mit meinen Bomben gekriegt, aber hat schon gut geklappt. Ja, war doch gut. Aber ich wusste wenigstens, wo sie herkommen. Das war schon mal ideal. Das ist die halbe Miete auf jeden Fall. Den Raum kenne ich noch nicht. Das ist scheiße. Das Gerät ist am Platz. Dann ein so ein Ding bei euch. Schwierig, der Raum. Die Tür ist blockiert! Der Raum ist echt schwierig. Von wo? Von links, von uns. Ich
Da, wo er eben der Punkt war, ist jetzt einer. Bombe ist weg, scheiße. Meine Schockwände sind weg. Du hast die rechte Seite, ne? Hat mich. Es kommt jetzt durch unseren Bombenpunkt eben. Ja, ich hab's. Ich hoffe nur, die andere hat die andere Richtung. Das sieht nicht gut aus. Letzter verbleibender Operator. Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutwerks abhalten. Nur noch ein Gegner übrig. Danke. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. War es deiner, oder? War meiner. War gut. Danke. Hast du schön gesessen da. Ja, war eine gute Ecke. Ich habe erst den auf der rechten Seite angeschossen und dann den auf der linken Seite gekillt. Wo fangen wir an? Wie immer hintenrum, ne? Park. Geil. Park sind die anderen auch. Und? Ja, ich spiel mal Hibana. Die Pampe ist nicht schlecht. Zwar nichts für auf der Entfernung, aber für Nahkampf, und das ist ja meistens Nahkampf, ne? Ist es nicht schlecht, die Pampe, die hat. Erstmal rausfinden, wo der Punkt ist. Dann hat sie ja auch diese Spezialmunition, mit der sie sich durch Wände durchschweißen kann. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich oben sein werden. Gut, dann bleib ich unten. Den Level haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich weiß, wo er ist. Okay, unser erster Punkt. Weiß ich nicht, wie die da die Fenster aussehen, aber. Weiter zu seiner Position. Ich auch nicht. Weil man kann von oben rum rein, ne? Drohne wurde eingesetzt. Elektronikscanner überprüft. Also da ist schon mal besetzt, da kommst du nicht rein. Oben im Fenster auf der Seite. Den habe ich nicht gesehen, ich habe nur unten gesehen. Aber der ist in der obersten Etage. Zwei Stück sind da. Ich sehe sie leider nicht. Einer sitzt in dem Raum, wo ich eben gesessen habe. Jetzt kann ich aber nichts mehr sehen. Anscheinend ist er weg. Ja, das war der Doc, der saß oben. Der scheint ein Freelancer zu sein. Der ist gleich rechts im Raum. Ach, den bist du gar nicht.
Es kommt da. Ich höre was von links. Rechts. Nochmal rechts. Komm, guck rechts. Ah, scheiße, ich hab drüber gehalten. Mann! Hinter dir, hinter dir. Das bin ich nicht. Ah. Ah, hätte aber sehen müssen. Ja, hatten gesehen, aber zu spät. Ärgerlich. Das war jetzt echt ärgerlich. Waren wir im Weihnachtsmarkt? Ja, ja. Nimm wieder den Sniper. Weil das, was er eben gemacht hat, macht er nicht nochmal mit mir. Weil ich hatte unten, hatten die ein Fenster kaputt geklopft. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt guck erstmal da hin. Da stand einer aber oben. Ja, ja. Ich habe den auch gesehen. Aber ich bin den Gott sei Dank noch ausgewichen. Ich wollte gerade sagen, da warst du tot. I am. Wie heißt der? I am the Last Jedi? Heißt der wirklich so? Ich gehe davon aus, dass der jetzt an unserem ersten Punkt sitzt. Ja. Wieder oben. Oben, da wo wir eben waren. Scheiße, oben aus dem, aus dem Fenster. Wieder, der Idiot sitzt wieder oben in der Fenster. Ja, denkst du denn? Okay. Noch haben sie die, jetzt haben sie die Kamera entdeckt. Meine oder was? Nee, meine. Also einer sitzt hinter der Bombe. Das kann ich schon mal sagen. Das ist deine. Von wo kam der denn schon wieder? Kann ich dir nicht sagen, ich habe auch nichts gesehen. Ah, der saß hinterm saß hinterm Tisch. Nicht schlecht. Hat sich schön gesetzt. Immer noch einer an der Bombe. Der Einstieg war recht gut. Tja, aber wenn man natürlich nicht tötet, dann. Oder hat er den getötet? Das sah nicht so aus. Sauber. AC gefunden. Sauber. Gegner verbleibt.
Respekt. Respekt. Also das, das Julian spielt gerade richtig gut, muss man sagen. Richtig gut, also das war richtig gut gespielt, muss man echt sagen. Ja, da habe ich Respekt vor. Schön. I am Last Jedi. Wer sind Jedi? Der eine heißt I am Last Jedi. Ja, das ist deshalb unter abhanden gekommen bei der ganzen Sache. Wer ist denn da nochmal? Ach, Übungsdings ist das. Specknotz. Guck mal, Alpha Pack? Nein. Nein, natürlich nicht. Nein. Ich lade den jetzt mal einfach ein. Hm? Echt? Ja, warum nicht? Komm. Kann ich das nicht? Wieso kann ich das nicht? Wahrscheinlich, weil wir wieder ins Spiel sind. Bombe. Gut, dann bedanke ich allen Leuten zum Zuschauen. Tut mir leid, N3 Ongs Jackal. Ich wollte dich tatsächlich gerade einladen, aber weil ich gesehen habe, du bist im Menü. Aber ich mach's gleich, ja. Falls du das hier siehst, weißt du, ich habe dich gesehen. Bis dann. Tschüss.